Hallo Leute, hier sind wieder MacPherson 2051. Warum nennen Sie? Und Nym. Nym. Und wir machen heute eine Triple-Folge. Eine Triple-Quadruple. Ja. So 3 in 1 quasi, könnte man sagen. Ja. Heißt das nicht Nym 2? Ja, das wäre in dem Fall Nym 3. Mit 3 Nym 3. Der ist sogar gut. Nym 3, ja. Komm mal rüber hier über meine schmale Brücke. Ich muss nicht runterfliege. Ja, ich hab's ja irgendwann mal geschafft, endlich Obsidian zu craften. Ja, deswegen gleich hab 2 übereinander gesetzt. Ja. Damit man immer noch runterfallen kann, aber der Weg doppelt so viel aushält. Extra für dich. Dankeschön. Ja, ich bin hier mit 3 Mann drüber gelaufen hier, das ist ein bisschen Gewicht, bringen wir alle Mann mit. Nach der Feiertage jetzt so, ne? Jo. Ja, hab ich letztens gelesen. Und, was hast du zu Weihnachten bekommen? Antwort, einen Bauch. So, bei mir ist es die Neujahrsfolge. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es wird bei mir auch so der Fall sein. Haha, ja. Dann toppe ich euch. Ich versuche sie noch dieses Jahr rauszubringen. Also dieses Jahr, bei mir ist schon 17. Ja, ich sag ja dieses. Wir haben ja noch in 2016 aufgenommen. So, ihr seht wahrscheinlich schon, dass bei mir hier vorne jetzt ein bisschen rarer wird. Von den Sachen, die hier rumstehen. Ja, so sieht es ziemlich halbiert aus im Vergleich zu den ersten Folgen. Ja. Ich bin am Upgraden, ich bin jetzt schon im Stone Age. Holla! Ja, komm mal rein über meine grüne Wiese. Schöne grüne Wiese. Also wir wollen hier jetzt einfach mal eine Folge machen, wo wir unsere Basen uns gegenseitig zeigen. Deadpack gerade mal aus, so. Hier ist erstmal Maschinenpart. Und Zeug. Oh, machst du schon die Barren automatisch? Ja. Ach verdammt, dann hast du mich schon überholt. Jetzt habe ich die Spitzhacke weg. Ich kann das deinen Zuschauern auch mal nochmal zeigen. Hier gibt es noch eine kleine Zwischenplattform. Hui! Und da ist alles. Machen wir drunter. Was ich nicht runterfliege. Du könntest hier noch Upgrades reinmachen, dass die Öfen schneller werden. Das reicht genau. Also ich habe es getestet. 2 Öfen reichen genau, um oben in den. In den Craftern Tier 3 keinen Rückstau zu fabrizieren. Okay. Das reicht extrem. Und auch hier jetzt mit dem Upgrade, ihr könnt hier auch mal reingucken gerade. Ich mach das mal weg. Ja, ist Diamanthämmer drin. Mal gespannt, wie lange sie halten. Ja. Du hast die einfach nebeneinander gesetzt und dann von unten Kabel weitergeleitet, oder wie? Ja, also zwei sind von. Also einmal hier vorne geht es von unten rum. Dann geht's einmal oben rum und dann geht's hinten rum. Ach, so eine Schlange quasi. Genau, dass es wirklich kompakt ist. Und ich weiß nicht, habt ihr so ein. Warte mal. Ich hab was. Ja, ich hab so eine Wrench dabei. Ja. Ah, okay, das heißt, ihr könnt gucken. Dann baue ich hier mal kurz weg. Dann müsstet ihr jetzt durchsehen können. Genau. Ja. So der Kabel, was ist denn das? Rückseite das mittlere gelang. Energiekabel oder? Das mittlere, ja. Ah, okay. Es ist wirklich so platzsparend wie möglich gebaut. Nein. Nimm, du darfst mal platzieren. Oben. Ich aufgesammelt, okay. Aha, ich hab den Energiekabel. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Was hast du denn? Kabel geklaut? Ein Energiekabel hingesetzt. Wo? Da oben links hinter dem zweiten Block von links. Hä? Oben links hinter dem zweiten Block von links? Da ist jetzt ein Energiekabel von mir, ein grünes. Da jetzt oder was? Ach egal, lass das Kabel, macht ja nichts, das stört den Aufbau auch gar nicht. Ja. So, gut. Also hier kommen eben meine Barren und Zeug raus. Ich habe es gerade schon mal im Vorspannen mehr oder weniger gesagt, das gleiche kommt auf die andere Seite nochmal für den Gravel, der durchgesiebt wird. Weil der Gravel bringt uns eben Diamanten und Emerald und Lapis. Und die Quarzdinger, glaube ich, auch noch, oder? Zertusquarz? Oder ist es aus Sand? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das könnte kommt Gravel aus Sand. Sein. Sand, ich, glaub, kommt ich weiß Sand. Nicht, wo es herkommt. Ja gut, ich will den ganzen Krams halt aus der Basis auch noch auslagern, die andere Dimension, damit ich hier meine Ruhe habe und das nicht alles rumschafft. Bei ein paar Dingern geht's, aber wenn du zu viele davon hast, dann merkst du das irgendwann. Hier, warte mal. Quarz kriegt man aus Sand. Da muss ich auch noch eins für Sand bauen. Ja, siehst du, und wenn du die irgendwann alle hast, dann
gehen auch hier die Frames runter. Ja, aber du weißt ja, so viel baue ich damit nicht. Wollte nur gesagt haben. In den nächsten Folgen wird hier einmal eine Decke eingezogen und dann geht's mal ein Stockwerk nach oben vielleicht. Außerdem Himmel entgegen. Wird unten noch ein Stockwerk eingezogen. Mein Harvester funktioniert übrigens gut. Genau, wie man sieht hier, so viel Bäume da, ne? Ja, das habe ich auch gedacht. Es ist grün, diese. Aber dein Flatsch-Dingens ist voll. Der macht, glaube ich, jetzt eh nichts mehr, oder? Nee, da mache ich jetzt dann mal einen Dings drauf. Was hat man gesagt? Eine Trashcan Fluid? Genau. Wenn du es wirklich nicht brauchst, dann machen wir das Ding gerade weg. Oh ja, das ist nett. Oh, bitteschön. Ja, gleich was abzwacken, merkst du? Ja. Das war für eine andere Sache von mir gedacht, aber so geht's auch. Ihr dürft euch mal noch an dem Laub begnügen. Nehmt mal das Laub mit, so viel ihr tragen könnt. Warum sollen wir den Laub nachher machen? Nimm. Stopp, nimm. Mach mal. Nimm mal. In deinem Inventar. Hast du jetzt wieder alles rein? Ja. Dasselbe, wie du gerade reingemacht hast, kannst du auch rausmachen. Ich weiß, ich wollte aber nicht den ganz anderen Plünder haben. Ey, das Holz brauche ich. Wie gesagt, deswegen nehme ich das lieber einzeln. Weil der fängt ja bedauerlicherweise von oben an. Ja, ich habe das nämlich in deinen Folgen immer gesehen, dass du immer alles einzeln rausnimmst. Ja, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, wie das funktioniert. Bin zu meiner Schande gestehen, da spiele ich schon so viele Jahre Minecraft, weil ich wusste es nicht. Ich weiß es auch nicht, die klären mich auch. Das ist unser Geheimnis jetzt. Musst du die Folgen gucken. Ja, genau. Oh. Machen wir dann sowas als Easter Egg in irgendeiner Folge, sagen wir das dann mal. So, dann gehen wir hier mal eins nach unten. Ey, du musst, was war das? Wie heißt die Taste? Nicht Steuerung, sondern die da drüber, die. Ja, Shift. Ach, Shift, ja, genau. Das war gerade irgendwie so ein Brain-Lag. Ja, einfach mal oben ins Laubfass. Mach da nochmal ein paar. No, wir hatten das jetzt aufgesammelt. 50 Stacks. Unfassbar. So. Ein Mini-Myzelium-Blöckchen und dadurch leidest du ganz viel dran durch, damit du das Holz halt hast. Was? Ja, funktioniert. Aber schon fast eine Verschwendung. Wie meinst du? Ja, da hättest du ja mehrere Fässer gleichzeitig füllen können. Wie füllst du das Fass mit Wasser? Kommt irgendwo eine Wasserleitung? Na, ja, natürlich. Musst du nur die Wrench in die Hand nehmen. Ja, das geht auch mit dem Kabel. Kommt von unten. Kommt von unten. Ups. Ich habe wieder eine Energieleitung gesetzt. Wo setzt du den? Ich sehe die gar nicht. Hier, ja, ich kann die einfach nebendran setzen. Im Item-Ding. An dem Item-Kabel unten. So, hier. Ach so, du sitzt hier daneben. Ich sehe nichts. Super. Blindes Huhn, kauf dir eine Brille. So, hier ist meine lange Leitung vom letzten Mal. Eine Energieleitung ganz nach unten durch die Monsterfalle. Durch die Monsterfalle. So, dann haben wir hier noch eine. Bei Nym habe ich gesehen, du hast es mit Glowstone-Lampen gemacht oder Redstone-Lampen. Ich habe so ein paar andere unten drin. Ah, diese Helden hier oben, glaube ich, ne? Ja, so ähnliche. Aber ich hatte das verfolgt. Wie gehen die denn nach unten? Ich sehe ja nur Cobblestone hier unten drunter. Ich habe das durch den Stone einfach durch. Ja, klar. Okay. Ich wusste das nur, dass wenn es an der Seite an dem Stein ankommt, es nach unten geleitet wird. Von oben ganz durch den kompletten Stein. Doch, das geht auch. Nicht mehr sicher gewesen. Ist das? Ah, okay. Das ist wenigstens das Kabel. Muss ich noch mal ganz kurz dumm einmal fragen, wie stellt man diese komische Jeter-Wrench um? Man kann auch einmal so machen, dass er die Kabel ausblendet und einmal kann man es so machen, dass nur die Blöcke ausblendet. Ich glaube auch Shift oder Steuerung und dann entweder Mausrad scrollen oder Rechtsklick oder irgend sowas. Danke. So, ich zeige euch. Was war's denn jetzt? Ganz schnell die Unteretage. Mausrad scrollen war das Richtige. Ja, das ist alles so ewig drin, aber dann, wenn man aktiv denkt, so, wie war das nochmal? Also wie ihr hier seht, funktioniert das mit den Stacheln, die ich letztes Mal aufgestellt habe. Weil hier gibt es kaum noch von diesen Slime-Dingern. Auch schön alles mit Obsidian. Ich habe erst gedacht, durch Obsidian könnten die nicht spawnen, aber das war... An dem Tag habe ich noch gegoogelt danach und ne, auch Obsidian sollte alles. Ja, und warum hast du mir nicht in die Kommentare geschrieben, hä? Erstens war es das schon fertig und zweitens habe ich mir gedacht, du wirst es schon merken. Nee, ich habe das nicht fertig gemacht. Das war dann nicht fertig. Naja, auf jeden Fall kriegen wir hier Legendary Lootbags. Da sind inzwischen sogar drei drin. Voll cool. Die öffne ich jetzt mal zur
Folge des Tages. Oh, Chrismkalt. Okay. Crimson anziehen, heißt. Anziehen, anziehen. Crimson. Ja, gleich. Aber davon habe ich auch schon ein paar Set-Teile voll, glaube ich. Mit Diamond also, Torch. Und eine Magnum Torch. Weil ich die ja nicht hinstellen würde, die Magnum Torch. Ach, das ist ein Banner. Nee, was habe ich denn da noch? Graves. Sieht aus wie ein Banner, ja. Und dann hast du das Kleid an. Crimson Cult Graves. Was macht das? Sieht wirklich aus wie ein Kleid. Und mit dem Ding sieht es bald aus, als ob das Stöcker. Ach, das ist ein Schottenrock. Guck mal. Lustig. Ja. Gut, ich bleibe aber bei Diamant jetzt erstmal. Gut. Ja, ich habe total verpennt, dass ich zwischen den Folgen die Flugsrüstung gebaut habe. Habe es einfach so angehabt und Navy hat gemeint, oh. Ah, jetzt hast du zwei. Nimm eins, kriegt mit Christo. Da steht doch immer so auf Essen. Schön Weihnachtsessen. Lecker. Guten Appetit. Ach, leider kein Hunger. Verdammt, setz ich das. Ich habe eine Diamond Horse Armor. Gut, das war's eigentlich schon von mir. Ja, ich würde sagen, geh mal zu Mephisto rüber. Habe ich jetzt die Monsterfalle an? Schon lange nicht mehr viel passiert, aber okay. Gerne. Ich glaube, sie ist an. Dann nutzen wir mal das Rohrsystem. Was nee, Shadow aufgebaut hat. Wir machen mal ein Wettrennen. Ich will gucken, ob ich schneller bin. Gab's okay. Auch irgendeinen Trick, gab's doch da auch, ne? Also, ich meine von dem Rohr. Was schneller ist, das Rohr oder Laufen? So. Weil eigentlich habe ich das Gefühl, das ist langsam. Es ist nicht sonderlich schnell, aber du musst halt wirklich nichts machen. 3, 2, 1, los. Ui. Ich habe halt keinen Zugriff auf Karte, ich kann mich nicht wirklich umgucken. Ich werde einfach. Ihr seid ein bisschen Rohr schneller. Ja, ich überhole dich gerade, ich höre deine Schritte. Ui. Mal gut, dass Mephisto eine Hose anhat, weil sonst würde ich jetzt Sachen sehen, die ich nicht sehen will. Ich bin hinter euch, ich bin eingestiegen. Ach Mist, ich bin zu weit gefahren, ich bin zu mir gefahren. Ich bin zum Mahandi gefahren. Das also war so das Erste, dazu, was ich ne? gesehen habe. Das ist ein Namensschild von mir, das ist falsch. Wieder rüber geschrieben. Die Zahl. Ja, das habe ich mir ganz am Anfang gedacht schon. Erster. Ich habe gerade in deinen hohlen Kopf geguckt. Ja, hier vorne der schick halber einfach noch meine alten Apfelbäumchen. Und mein tolles Bett. Ich kann wenigstens unter Apfelbäumen schlafen, das können die alle nicht. Ja, das ist wohl wahr. Muss das auch was. Das, der eins ist aber ungünstig, der Apfel, ne? Weißt du schon, ne? Stimmt, der Wegapfel. Wenn du da liegst, der fällt dir genau ins. Ne? Weißt du schon. Ja, ja. Das ist der Schmerzensaufwachapfel. Was hast denn du dann hier? Hier oben ein paar Solarzellen, die ein paar Energiezellen versorgen. Den Wireless Charger hier natürlich. Ich habe den lustigen Enderkuchen. Wenn du davon ein Stück abbeißt, kommst du direkt ins Ende. Hat jemand ein Leder? Nee, leider nicht. Ich hab mein Leder verborgt an Shadow das letzte Mal. Danach habe ich festgestellt, ich hin muss, damit ich umstehe. Wie schaltet man das nochmal an? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwie kann ich diesen Schildprojektor ein- und ausschalten. Ich weiß noch nicht mehr wie. Ah, hier glaube ich. Ja, jetzt ist irgendwas blau geworden. Genau. Der Eingangsbereich und die Truhen. Genau. Wer hier hinkommt, wird normalerweise von dem Schild zermoscht. Wenn er nicht gerade in deiner Freundesliste ist. Das war etwa falsch so. Hab ich auch mal aus Spaß gebaut. Dürfen auch nicht viele Leute. Ja, und ansonsten noch ein altes Wasserbecken, ein Braustand, mein kleiner Minimaschinenpark, wo ich bis jetzt immerhin geschafft habe, dass wenn ich hier die Erze reinwerfe, unten die Barren rauskommen, damit ich das nicht noch von Hand machen muss. Ich habe einfach noch keinen Bock gehabt, alles zu automatisieren. Ja, ich bin das erste Mal, glaube ich, via Technik schneller wie du. Ja, das ist unfassbar. Ich bin einfach hier zu nachlässig. Aber mit Grimrock und jetzt ein bisschen Dead by Daylight bin ich etwas ausgelastet. Oh. Hier mein Quail Eating Ducks. Oder wie es auch immer gerade heißt. Muss ihr das Ding einfach mal angucken. Ich glaube, alle Minute oder so wechselt es seinen Namen. Macht das Teil? Damit kannst du zum Beispiel eine Magnum Torch zusammenbauen oder ähnliche Sachen. Das ist eine coole Idee, das. Ja, das hier ist für Magnum Torches, genau. Ja, oder was kannst du dafür noch machen? Hat ein paar Spezialrezepte, die sich nur mit Ding craften lassen. Die Ender-Marker oder glaube ich. Ja, ich glaube die auch. Für den Ender-Quarry.
Flux-Crystals da oben, die brauchen, um das Teil zu befeuern oder was? Genau, das ist sozusagen, sind die Motoren. Je mehr du davon hast, das ist wie bei den alten Techniklasern. Diese Laser da, ja. Ich weiß, welche du meinst, aber auf den Namen komme ich gerade auch nicht. Jetzt ist es gerade ein Quarkdetektor, Direktor. Das Ding heißt halt immer wieder anders. Ich glaube, es hat ungefähr 10 Namen und die werden durchgeswitcht. Quasar, Entang, was von dem? Ich habe gerade eine besonders teure Dekoration. Quite expensive decoration. Quadratic Equation Device. Okay, weiter geht's. Wo geht's hin? Ja, hier hatte ich halt die kleine Weihnachtsfolge drin gedreht mit dem Baum und damals noch Weihnachtstruhen. An Weihnachten gibt's ja in Minecraft immer Weihnachtstruhen. Du wolltest mich da noch reinlassen. Ich doch eben. Moment, ich mache von innen nicht, dass du in der Truhe rauskommst. Habe ich aber kein Dingens dabei. Kann dir sonst noch meinen Jetpack kurz bohren? Ja. Keine Slab dabei. Jo, ich bin drin. Das waren halt alles einfach Weihnachtstruhen und da habe ich dann halt nur kurz moderiert und euch alle gegrüßt. Da sind mir auch die Tränen gekommen, musste ich so wegwischen mit dem Zeigefinger, so weißt du. Hier noch die Baumfarm, die ich demnächst in die andere Dimension verfrachten wollte. Das war das Projekt, an dem ich am Schaffen war, bevor ich dann pausiert habe mit Minecraft. Okay. So, diese Taste. Und hinten das gleiche, was bei dir halt versteckt gebaut ist, bei mir einfach komplett offen. Ich mache die Stone, die Cobblestone mit dem Igneous Extruder. Der pumpt die oben in den Fass und entweder von dort aus werden sie dann gehämmert. Und zwar für mich einmal zu, was wird hier gemacht? Kies und einmal zu Sand. Dust. Sand. Sand? Nicht Dust? Ich bin mir sicher, es ist Dust, weil da kommen lauter Stäube raus. Das ist Dust hier hinten. Also hier, der macht Sand zu Dust und dann. Ach so, ja. Ich glaube, das andere ist eine Überlaufkiste, denke ich mal. Ja, sind ja drei Stück. Der eine, der aus Gravel Gravel macht. Damit komme ich zumindest mal an alle Metalle, die ich möchte und alle wichtigen Pulver, wovon eigentlich Redstone das wichtigste ist. Oder Skystone, damit wir halt Silikon haben, was wir auch in einigen Rezepten brauchen. Willst du nicht mal deine Dings da hier automatisieren? Ja, das müsste ich auch alles machen. Ich sag ja, ich bin momentan komplett hinten dran. Oh, hier ist auch alles voll. Da drin schwimmt es nur vor Gegenständen, sehe ich gerade. Ja, und warum kannst du deine Monsterfalle nicht ausschalten? Ja, böser Mephisto, böser. Weil Mephisto sie nicht überlaufen kann, weil ich immer danach gucke, außer in letzter Zeit. Ja, das ist nicht mal so 3 Wochen nicht oder 9. Die Leiter ist auch noch aus der Zeit, wo keiner fliegen konnte. Ja. Die auch im Licht endet. Genau. Die ist aus der Zeit, wo noch keiner fliegen konnte. Also, ja, das war's. Und sind da, genau. Ich hatte hier unten drunter, hier geht's runter. Hier runter hatte geht's ich ein paar Farmen. Ah, komm jetzt hier. Da gab es hier einmal Minikyo-Samen. Ich habe tatsächlich noch Weizen. Und apropos Weizen, das probieren wir doch jetzt tatsächlich mal aus. Ja, ich wollte mir hier auch Weizen klauen. Kannst du machen, hier ist ein Fass. Ach, du hast es automatisiert. 28, 6. Irgendwie, was hast du gesagt? Das hier sollen wir machen. Cobates. Und wenn man das. Ja, genau die will ich oben ausprobieren, haben wir eben drüber gesprochen. Brauchst du eine Wasserquelle für und muss Gras sein, logischerweise. Und dann spawnen da, wenn du genug Abstand hast, nach der Zeit Kühe. Wasserquelle brauche ich auch. Ja, also einen Wasserfleck quasi. Da habe ich keinen. Einfach mal, ob das klappt. Und ansonsten sind wir fast durch. Einmal noch den Teleporter. Ich gucke, ob ich ihn gerade für euch freigeschaltet habe. Einfach so fies. Hier, nimm, stopp. Ach ja, meine Perle von unserer Wette vorhin, genau. Ja, ich habe die Wette verloren. Und Spielsulden sind Ehrensulden. Das Ding sagt, es ist kein Wasser in der Nähe. War ja klar. Apfel. Aber ich glaube, ich habe einen Wassereimer. Nein, ich habe natürlich keinen Wassereimer hier drin. Oh, kann man einen Apfel wirklich dörren? Ich kann den da dran mal hängen. Ausprobieren. Ich habe ihn mal dran gehängt, Mephisto. So, privat, öffentlich. Hier. Ihr dürft euch einmal hier drauf stellen. Ich hoffe, es klappt. Wo drauf? Ich bin schon wieder weg. Der Teleporter. Auf den grünen Laser hier hinten. Und wo geht's dann hin? Start Teleportation. Das ist die Überraschung. Wir kommen jetzt in seinen Kerker, wo wir nicht mehr rauskommen. Jetzt werdet ihr da ausgepeilt. Und pauschal erstmal alle Items geklaut werden, bestimmt. Und dann? Ah, jetzt passiert irgendwas. Oh, du bist zum ersten Mal teleportiert.
sind wir hier im Deep Dark wahrscheinlich, ne? Wo wir eigentlich noch gar nicht hin dürfen, weil wir noch gar keine Kistenportale gebaut haben. Oh, ich habe mich zurück teleportiert. Nee, ich wirklich nicht. Abholen. Ich muss wieder zurück. Ja, ich brauche dir noch nicht. Ich habe auch noch Heads gebaut. Ich muss zurück, sonst werde ich gelöscht. Tschüss. Ey, für diese Folge lassen wir es mal durchgehen. Ja. Ich werde da ein gutes Wort bei dir. Und hier habe ich halt meine Lava-Produktion und hier kommt noch irgendwann meine Baumfarm hin, damit sie mich in der Oberwelt nicht mehr nervt. Ja, dafür baut man auch nicht so eine riesen Baumfarm. Einfach so eine kleine, feine. Hier geht's auch wieder zurück. Sonst ist hier noch nicht wirklich mehr. Hier drin ein kleiner Vorrat an Lava. Ach, Lava, okay. Der in den Endertank kommt und der pustet das Ganze wieder vorne raus. Jetzt hast du das Kopf. Sobald wir in deiner Base. Ah, there is no water in this area. Okay. Gut, gehen wir noch zu Nym? Jo. War auf den Grün? Ne, ist halt bestimmt schon rüber geflogen, oder? Mit irgendwie. So. Nee. Start Teleportation. Ach, der muss sich bestimmt erst wieder aufladen, denke ich mal. Ja. Total entlafft. Corona war so fett, der hat so viel Energie verbraucht. Was haben denn die da drüben gebaut? Das ist wieder voll hässlich. Oben haben sie schön gebaut und unten voll hässlich. Kommt ja vielleicht noch darunter, dieser Block. Also schön, finde ich das Thema finde ich ganz gut, so mit diesem Alter, mit den ganzen Soldaten da oben drauf. Ja, guck mal, was haben die hinten gemacht? Was ein Berg. Hinten ist ein Erdhügel. Seid ihr denn? Wir stehen bei mir vor der Tür quasi. Ah, okay. Nee, da will ich nicht draufstehen. Tag, Nacht, hey, es ist Nacht und kannst... Hey, es ist Nacht und kannst es kaum erwarten. Erwarten schreibt man zusammen, Leute. Den Tag... Wie liest du denn? Den Tag, den groß... Born. Zu Beginn. Wer hat denn das geschrieben? Leute. Shadow, der sowas schreibt. Die haben da hinten ein Erdding hochgezogen. Tag, Nacht. Das ist quasi ein Berg. Ja, der Berg ist eigentlich cool. Ich glaube, ich stehe dann, bis Tag ist. Nicht gerade Tag werden? Achso. Sieht euch der Himmel auch so komisch aus? Nö, ja, relativ normal. Jetzt geht das schneller. Zeit-Teleportationsgedöns. Ja, die Zeit rast einfach nur so vorbei oben links. Man sieht es. Yay! Yeah. Ja, guten Morgen. Oh, und überall die Schilder. Hey Leute, ein paar von uns wirken. Hallo? Ist so eine Werbung hier erlaubt? Deine NG sich an ein Glasdach haben. Was zur Hölle? So, ich bin mal bei Nym. Und PvP ist nicht meins, betrifft mich also nicht. Na, meins auch nicht. Da bin ich ganz schlecht drin. Habt ihr schon mal die Türe aufgemacht? Das war sehr nett. Guck mal, ich hab sogar Shadow Falls geschrieben. Ich werde hier in dem Spiel mit 3M geschrieben. Ja, willkommen in meinem runden Reich. Das habe ich schon mit Bewunderung beobachtet. Sieht cool aus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal unten. Ach, sogar du an. Hast schon ein MI, meine Güte. Das hat er schon eine ganze Weile. Ja, ich muss mal kurz mein Jetpack hier ausmachen, sonst dauert das immer ewig. Am besten, wir fangen ganz unten an, oder? Gehen wir mal nach ganz unten. Geht's so. Noch tiefer? Ja, also hier unten kommen quasi meine Erzgeschichten so an, also beziehungsweise die Stäube, so wie Redstone und Glowstone und den ganzen Kram. Überschuss wird vorschriftsmäßig hier vernichtet. In der Ecke kann ich meinen Obsidian absammeln. Guck hier mal, Christo. So in der Art habe ich das auch gebaut. Nur, dass meine Lavaquelle nicht so schnell kommt. Fatzi. Das ist aber noch alles Handbetrieb. Ja, ich habe es einfach einmal automatisiert. Weil auf der anderen Seite habe ich dann noch Diamantenblöcke und so weiter. Und so. Ah, warte mal, hast du so einen Tisch da? Du kannst es auch ins Inventar packen, wenn du dein Dings reparieren willst. Ne? Du packst dein... Ich Hammer, Schwert, was auch immer, ins Inventar, also in das Crafting-Fenster bei E, packst daneben dann das Obsidian und dann kannst du reparieren. Ich dachte, das geht nicht. Eigentlich geht unterschiedlich, das kann aktiviert oder deaktiviert sein. Ich habe die ganze Zeit nicht repariert, weil ich dachte, das geht nicht. Hast du hier ein Mini-Bröckelchen von Glowstone sitzen? Jupp, so ein Glowstone-Look oder was? Sag nicht, das reicht als Beleuchtung, weil du ein Eckchen hast. Ich hab das ja an mehreren Ecken, hier ist auch noch eine. Ja, so aber das macht genug Licht, obwohl es so ein kleines Kotzbröckelchen ist. Weil du machst genauso viel Licht wie ein großer. Oh. Ich hab mich schon immer gewundert, bei deinen Aufzügen sieht es nämlich so aus. Moment. Ne, hast du die weggemacht? Ne, hier. Diese Eckchen, ich dachte mir immer, hä, was ist das? Das sind diese Glowstone-Inuks. Ja, klein geschnitten, oder? Genau. Bis zum kleinsten Stück zersiegt.
Er hat so wahrscheinlich noch nicht mal einen Block Glowstone für seine ganze Basis gebraucht. Ja, ein bisschen mehr war es, glaube ich, schon, aber es war recht. Du müsstest aus einem Block, glaube ich, 64. Nee, Quatsch. 8x8x8. Verdammt viele rauskriegen. So, dann machen wir hier unten noch weiter. Hier ist meine Produktion von 512. Ja, 512, darauf bin ich auch gekommen. Oh, du hast Perovium. Achso, dieses, ja, genau. Kannst du dir, wenn du willst, ich habe ja noch was in dem Fass drin, da kannst du dir gerne abholen. Ne? Ja, aber das Problem ist, dass, da muss man ja so aufpassen. Ja, du darfst halt kein Cleanstone daneben machen. Weil, oder kein Cobblestone daneben machen, weil der wird zu Cleanstone so rum. Und solange er nicht kaputt geht, ist ja nicht schlimm. Nee, ich dachte, das Feuer breitet sich aus. Ja, darum habe ich auch hier, wie du siehst, hier diese Glowstone-Nukes da noch überall auf den Ecken drauf, ringsrum. So, weil sonst das dort auch brennen würde. Genau, aber es würde halt ringsherum die Fässer halten, würde es anfangen zu brennen. Ah, okay. Daher deswegen diese war bei Dinger mir hinten alles aus Stein in der anderen Welt, weil ich keinen Bock hatte, dass es da irgendwie losgeht mit Feuer. Ist halt meine normale Tinkerschmiede da, aber das ist ja. Kommt von meiner Kuhfarm da hinten, wenn ich mal spezielle Erze brauche, um die reinzubrennen. Ja, hier ist dann halt ganz normal. Konstantan diese sagt mir gar nichts. Pokefenium, meine Fresse, ganz schön viel. Ja, das habe ich mir gemacht, weil ich einen Pokefenium Cleaver habe, also die Klinge, weißt du, zum Reparieren. Ja, wobei der mittlerweile auch Moos drauf hat, also Auto Repair, also brauchst du eigentlich nicht mehr. Warte, Pokefenium, Kobalt, Eisen, Blut. Und hier habe ich halt dann diese Geschichte mit der Erzgewinnung, wo es ausgesiebt wird oder vorher noch immer zwischendrin compressed. Nicht so schön versteckt wie bei Varuna, aber. Erfüllt seinen Zweck auch. Und du hast auch die Kabel unten drunter? Ja, hast die Kabel drunter. Kannst du von unten auch sehen, wenn du mit dem Kabel guckst. Ich sehe das auch so schon von der Seite. Einfach mit der einen Farbe rein, mit der nächsten wieder raus, damit in die nächste rein, nächste wieder raus. Ach du, gib mir mal so ein Kabel, bitte. Ich will auch mal gucken. Das ist, stimmt, die Kabelfarbe hätten wir auch verändern können. Ja, deswegen war ich irritiert. Also einmal unten rein, hinten rum, oben runter, hinten drunter, drüber. Mit der Farbe ist viel einfacher, so hat Nym es besser gelöst, als du bist. Ja, das ist das, was ich auch in meiner Folge gesagt habe, dass du das wahrscheinlich ein bisschen praktischer gebaut hast, weil ich mich da einfach nicht so überall in diese. Ich habe mich da auch von Shadow beraten lassen. Sonntagsberatung. Ja, schon vor Silvester. Mhm. Leider noch immer kein Hunger. Oder? Oh, ich bin jetzt imbar satt. So, dann geht's hier noch einmal. Hier ist dieser Tisch, den du meintest wahrscheinlich, ne? Ja, die Toolforge. Jetzt hier noch einmal hoch, hier ist dann die. Ihr Baumfarm quasi. Diese ME-Geschichte, der Anfang. Warum steht ja, das Ding drauf? Hat das irgendeinen Sinn? Ja, dadurch, dass ich ja mit halben, also mit Slabs gearbeitet habe, im unteren Block, habe ich denn die so als Deko gemacht, sprich als. Dass man die Erde nicht sieht. Ich sage jetzt mal Blumentopf. Weißt du? Okay. Hat rein, aber die musst du noch manuell kloppen, oder? Nee, das ist hier hinten in der Ecke so eine Farming Station. Ah, die klopft dann alles automatisch ab. Hier was. In der I.O. halt. Ja. Die also ich habe jetzt gerade keine Axt drin, aber die habe ich irgendwo in Kiste gepackt zum Reparieren. Achso, genau, da ist sie. Der Diamant-Ding. Ja, du musst die immer nachrüsten, das finde ich ziemlich ätzend. Ja, wenn du so eine Tinkers-Axt da reinmachst mit Auto-Repair, die repariert sich halt nach einer gewissen Zeit immer wieder. Hat bloß meine Axt halt noch nicht. Aber die müsste ich erst das reparieren. Das klappt echt? Ich denke, für den Anfang ist das schon vielleicht gar nicht so schlecht. Es geht so ganz gut, also muss ich sagen, also bin ich ganz zufrieden mit. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Ding, würde ich sagen. Einmal runter und dann einmal links abbiegen. Hier so meine Mikro-Apfelfarben, hier noch ein bisschen was zu futtern, was ich eigentlich nur kompostiere. Da hieß dann mein Altturm für die Mobs. Können wir mal einmal hochgehen. Eine Ananas, es ist eine Ananas. Es sind Ananas. Oder was ist die Mehrzahl von Ananas? Ananasse. Klingt irgendwie falsch. Die Mehrzahl von Ananas ist Anna ist nass. Da fällt mir nur ein, der eine mag die Ananas, der andere mag die trocken. Aber es war jetzt ein Geschenk geklopft. Und wieder da oben ist dann die Mob fahren oben drauf, nochmal eine kleine Spitze. Wo man so aber ohne Jetpack jetzt nicht hinkommt. Aber da ist auch nichts, das ist halt bloß nochmal so ein kleiner Ring mit Solarzellen. So was machen? Warte mal, sieht man das hier? Ich habe das in deiner Folge gesehen. Kann ja sonst kurz noch mein Jetpack borgen? Nein, das ja brauche ich nicht. Was macht der Lever hier? Ja, nicht schlecht, du hast einen. Da oben ist das Ding halt dann und hier bei der Baumfarm in dem Kreis ist auch noch einmal komplett die Solarzellen drumherum. Hat nee, was, nur weil nee, der Baumfarm Lever, kann der sein da Pech ist. Haben, dass das Baumzeug drüber wächst.
Ja, aber gut, ich habe ja, das ist ja einmal der komplette Ring oben ringsrum, also selbst der wenn kann mal an der halben Seite nicht bedeckt werden. Also das passt eigentlich schon ganz gut so, also da habe ich vom Strom ja gerade keinen Mangel. Da habe ich am Anfang nicht aufgepasst, habe meine Solarzellen schön nach hinten durchgezogen und irgendwann festgestellt, oh verdammt, ich bin schon lange unter der Mob, haben sie produzieren nichts. Dann da oben ist halt bloß so eine Spitze so und da passiert so eigentlich nichts. Design. So, dann Gipfel. Hier nochmal zwei runter. Ja, warte mal, was macht der das Redstone da oben? Du hast da ein Redstone-Dings da in dem Hebel. So, ja, der macht das Licht an und aus. Ah, okay. Von der Mobfarm, dass die halt genau. Momentan ist er an. Geht ja, nur eins runter, nicht die Viecher spawnen. Okay. So. Aber gut, du warst ja nicht ganz oben drauf. So, und hier sind wir dann in der Tötungsmaschinerie. Wenn ich jetzt den Hebel mal ausmache, Wasser an, genau. Dann bleiben halt die Viecher am Leben, außer halt Endermänner, die porten sich dann halt weg, wenn sie da drin landen. Wenn ich die auf der Seite, kann ich sie dann abmoksen. Ah, Maschine, automatisch. Ne, das mache ich per Hand, habe ich gemacht, um meinen Cleaver zu skillen. Okay. So, dann mache ich die Dinger wieder raus. Das halt, um sicher zu gehen, dass die auf jeden Fall sterben. Werden dann halt eingesaugt und laufen dann hier unten durch diese. Durch Kabel in diese Better Barrels rein, so im Zickzack auf und ab. Einmal schön im Kreis rum. Hier hinten her und hier wird dann die Loopbacks. Die Kabelverschwendung. Ja, ich hatte es. In dem Fall. Hier hinten in der Kiste werden dann in dem Autocompressor werden dann die Loopbacks hochgecraftet bis zum Legendary. Könnt ihr euch uns ja mal jeweils einen rausnehmen und dann wieder Geschenke, juhu, ich nehme ja den mein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Danke. Gucken wir mal rein, was wir hier haben. Zwei Vibrant Alloy. Dann noch mein Geschenk. geil, Vibrant Alloy, zwei Stück, sehr schön. Ich auch. Da läuft ihr bei euch. Resonant Ender Bucket und Gold Ore Berry Bush. Wie viel hast denn du rausgenommen? Einen Sack. Und da war es bei dir so viel drin? Ja. Und bei mir nur zwei so Dinger. Ja. Ein Mana-Bucket. Ich bin halt gieriger als du, das wusste das Spiel, den hat er mir gegeben. Ja, und so wie Strings, Spinnenaugen und die Monster, also Zombiefleisch, wird dann halt kompostiert zu Erde, was dann hier unten drunter, ich will gerade mal hier aufklopfen. Ja, das habe ich in einer deiner letzten Folge gesehen, da musst du immer ganz genau ins richtige Eckchen klicken, damit er da ist. Ja, genau, daneben muss ich dann meine Saat rauskriegen, um mal diese Meninchio-Geschichten dazu machen. Na, da hast du irgendwas mit dem Division Sigil gemacht. Ja, genau, und dann um Erde zu machen für dieses Ritual. Eine Erde mehr, da habe ich die mal rausgenommen. Macht eine Blaze-Lampe von Botania irgendwas Spezielles? Nee, die habe ich eigentlich nur durch dummen Zufall gecrossed, weil ich eigentlich Blaze, also gucken wollte, ob man da Blöcke draus machen kann, aber es hat eine Lampe draus gebaut. Okay, hätte ja sein können, dass die irgendwelche, da Botania dabei steht, Wachstumseffekte auf Pflanzen hat oder so, man weiß ja das nie. So, bis eins runterzukommen, muss man jetzt leider fliegen können, darum zeige ich es einmal ganz kurz und Varuna gebe ich dann einfach mal meinen Jetpack danach. Juhu. Darf ich eine Kuh von dir hier so? Die Schokoladenkuh, die kannst du umwuchsen, ne? Schokokuh? Also wenn du reinkommst, links die braune. Chocolate. Huch. So, stellen wir uns mal am besten hier auf so ein Lämpchen drauf, einfach mal, um es am besten zu zeigen. Wenn jetzt okay, die. Hier drüben. Oder da jetzt die Blätter spawnen, die fallen halt durch die Ventilatoren halt direkt zur Mitte. Wenn jetzt so wie in dem Fall mehrere spawnen, werden die zur Mitte geschoben, sodass die halt in dem Loch unten drinnen landen. Denn hier unten werden sie dann von einem Grinder abgemurkst. Die Items werden dann nach oben zu den Tage geschickt, wo auch die Items einsortiert werden von den anderen Monstern. Oh, schön, du hast also Mob-Essenz, sehr schön, und Dingens, Blessrods. Genau. Ich bin da, Wo bist du jetzt hergekommen? Frage ist nur, wie kommst du hier wieder weg? Ganz sauber, das funktioniert leider nicht, außer du gibst mir noch meine Enderperle. Ja, ich habe sogar noch die Enderperle hier dabei, die, ne? Ja, Ich weiß von nichts. Nein, du schlägst mich nicht. So. Doch. Danke. Mit dem Bach. Ja, dann gebe ich dir mal kurz mein Jetpack hier einmal und dann kannst du da einmal dich hier oben mal hinstellen. Ich? Mich? Wo? Ja. Na, auf so ein bisschen höher fliegst du. Jetzt eine andere Frage. Wie kommt Barona hier wieder hoch?
Ja, mit einer Enderperle. Ich schmeiß eine Enderperle hoch. Stell dich mal am besten auf so ein Lämpchen da in dem Zacken, so dass du siehst, dass die Blazes runterfallen, dass du dann auch mit dem Mechanismus nochmal siehst, die dann hier unten ankommen quasi. Ja, genau. Ja, stimmt, die Zuschauer haben das ja nicht gesehen. Ich habe das mir gestern in deinem Video angeschaut. So, haben wir natürlich einen ganz, ganz coolen. Na gut, es gibt jetzt halt noch die Dingsfarm, können wir einmal kurz hingucken gleich. Dann. Was machen die Fans? Die schieben die so ein bisschen zur Mitte. Ah, und okay. Unten werden sie nochmal dann auf das mittlere Loch zentriert, quasi durch diese Hopper. Ja. Nicht Hopper, durch die Pisten. Werden dann hier unten halt getötet. Ah, okay. Tatsächlich. Und das funktioniert einfach so, wenn sie draufkommen, werden sie vorgepusht, fertig. Ja, hier ist hier dieser Grinder, ist hier halt, ne? Der tötet die halt dann. Wie hoch kann man eine Enderperle werfen? Ich hab keine Ahnung. Weil wenn ich es nicht hinkriege, dann lande ich unten. Oder du kannst sonst auch einfach mir das Jetpack geben, dann gibst du ein Slash Spawn, du bist am Spawnpunkt, dann kommst du wieder hergelaufen. Ah, ist ja langweilig. Nee, ich probiere hochzuwerfen. Komm ich von der Plattform da oben? Oh ja, dann sehen wir mal Runa wieder sterben. Du kommst ja, von der einen kommst du dahin, ja. Da, wo du diese blauen Würfeldinger siehst. Okay. Ja, hat gepasst. Boah, ich wusste gar nicht, dass man was Sachen so weit werfen kann. Ich bin da. Hier würde ich jetzt halt meine Kühe melken, wenn ich halt welche hätte, die ich will. Hier sind nochmal die hier unten, die ist ja diese Growing-Pulser, die bewirken halt, dass diese Pflanzen schneller wachsen. Das sind halt zwei Stück übereinander, könnte man jetzt bis ins Endliche, oder bis 255 quasi machen, oder der 256. Block müsste dann halt wieder, nee, 254. Dann wieder ein Erdblock und dann ein Seed oben drauf, der würde quasi instant wachsen dann. Ja. Ja, direkt auf das Pferd. Ah, genau. Beim Gaul. Ja, hier sind halt diese Meninchio-Farm, wo ich dann halt die Items erstmal nach vorne schicke ins System. Der Gegenpart der Kiste stand hier oben bei der Holzfarm, damit habt ihr vielleicht im Augenwinkel gesehen. Ja, ich hatte die Farm automatisiert, indem ich tatsächlich eine Reinforced Watering Can benutzt habe. Was das mit diesem Growing Pulsern? Da wächst dann auch relativ zügig. Ich meine, jetzt zwar nicht so schnell wie mit der Watering Can, aber. Also ich muss echt sagen, dein Turm sieht eigentlich, oder dein Gebäude sieht eigentlich viel größer aus, wie es wirklich ist. Ja, das kommt durch diese Spitzen halt, ne? Ja. Weil da oben ist halt mal einfach nichts. Aber dadurch, dass ich ja noch an sich so viel Platz habe, und es ist ja noch ewig hin bis oben und bis unten. Ja. Und es ist schön gebaut. Habe ich mir so definitiv vorgenommen, ich will es auf jeden Fall schön bauen. Mein gut, schön ist halt im Auges betrachtet, dass der eine mag's vielleicht, der andere sagt, Weiße. Also aber bei Mephisto brauchen wir nicht lange überlegen. Danke, ich weiß, ich baue mehr zweckdienlich und hübsch ist was anderes. Hauptsache es funktioniert. Ja, das war's an sich. Also mehr habe ich so auch noch nicht. Wir haben eine Monsterfolge zusammen. Ja. Mal wieder. Bisschen länger geworden. Aber haben wir zumindest mal jetzt uns endlich mal geschafft, eine Folge aufzunehmen, gemeinsam. Ja. Dann auch noch das so sinnvoll, dass dann jeder mal weiß, wie es beim anderen halt so steht gerade. Ne? Also ich fand es sehr informativ auf jeden Fall. Was ich auch cool finde, ist das, was ihr hier am Anfang gebaut habt. Diese Engel oder was auch immer das sein sollen. Ja, das ist, da müsste glaube ich sogar einen Link draufstehen, von wem ich das nachgebaut habe. Muss ich gerade mal hinfliegen, wie ich das rangemacht habe. Sind auf jeden Fall cool und ziehen glaube ich auch mein Bild von Sky Factory. Ja genau, bei irgendwo. Oh, jetzt gibt es da unten ein Portal ins Ende. Ne? Auch mal. Von Jera Craft war das Design. Ja, das finde ich hat sehr viele, cool. Hat viele solche Skulpturen, also lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn man was Skulpturenmäßiges haben möchte. Ist sehr gelungen. Gut, dann vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Hier darf ich noch nicht rein. Ins neue Jahr. Ah doch, ins Nether-Ding darf ich, gell? Weil ich das den Weg geschafft habe. Genau. Ja gut, dann schließe ich mich mal bei Christo an der Stelle. Guten Rutsch ins neue Jahr, ne? Ja, lass es krachen. Also halt nicht zu sehr, ne? Und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.